Ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Repar! Medios! Protego! Ah, das war's mit meiner Sicht. Levioso! 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 Protego! Levioso! Protego! Akio. Zurückschrecken. Levioso. Protego. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Wieder mal auf Abenteuertour? Reveli. Reparo. Accio. Lumos. Levioso.
Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ach hier. Sehr schön. Ausgezeichnet. Legioso. Schaffst es. Legioso. Legioso. Ach hier. Genug geübt, würde ich sagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Aufgabe erledigt. Ich habe nichts gehört. Sie hat wieder gesummt. Hallo, kannst du mir helfen? Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage... Legioso. Ich hoffe, Rebellion. Mr. Bradley konnte sich und Legioso reich in ihren Rebellion. Bemühungen waren. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Gut gemacht. Incendio. Rebellion.
außen vor zu sein. Nur zu gut. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Na, ich grüße dich. Revelio. Da sind sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Danke, Sebastian. Bis später dann. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und
Diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Niemand darf uns sehen. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Jemand? Sind Sie das, Peeves? Der Schlüssel, hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Geist, sei vorsichtig.
Die Luft ist jetzt raus. Sie müssen nicht mehr herumschleichen. Also, was suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Revelio. Incendio. Levioso. Akir. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Revelio. Levioso. Akir. Incendio. Levioso, Akio! Incendio! Den habt ihr hier! Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen! Peeves? Wag es! Das verrate ich! Das verrate ich! Das verrate ich! Ah, verfluchter Peeves! Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Repar. Revelio. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen.